Häkeln, Stricken, Fahrrad reparieren. Im Polyester Oldenburg wird jeden ersten Samstag im Monat bei Kaffee und Kuchen fleißig getüftelt. Das Prinzip Repair Café: Statt kaputte Artikel neu zu kaufen, können sie hier von Ehrenamtlichen wie Horst repariert werden. So auch im Fall von Michael und seinem Tablet. Ich habe das Problem, dass ich dieses Tablet nicht laden kann. Also es geht also, der Stecker funktioniert aus irgendeinem Grund nicht. Sonst technisch vollkommen in Ordnung, nur wenn man es nicht laden kann, kann man es natürlich dann auch nicht mehr nutzen. Und weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt einfach mir ein neues kaufe aus dem Grund, ist das ziemlich blöd. Und jetzt versuchen wir das einfach zu schaffen, dass es irgendwie wieder Strom bekommt. Horst konnte da noch nicht helfen. Der nächste Versuch. Jetzt soll der Informationstechniker Marcel Abhilfe schaffen. War wohl nichts, vorerst zumindest. Es liegt jetzt daran, dass doch eine Brotbackmaschine vor mir dran ist. Und jetzt werde ich so lange warten, bis dann diese Brotbackmaschine fertig ist. Und Sinn des Cafés ist ja auch, dass man das zusammen macht. Obwohl ich vollkommen unbegabt bin, aber ich werde das dann versuchen und so lange muss ich jetzt warten. Und jetzt wollte ich einen Kaffee trinken. Während Michael nun in aller Seelenruhe seinen Kaffee genießt, sind ein paar Damen ein paar Tische weiter tief in ihre Arbeit versunken. Ja, jetzt ist das, genau, jetzt ist das egal, aber wenn du von anderer Seite, eine Seite schon viele hast, dann muss ja natürlich von der Seite, ne, sonst liegt's hier. Wir haben hier schon sogar einmal Körbchen gebastelt aus alten Zeitschriften oder Magazinen, das ist dann auch halt Upcycling, wenn das alles auseinandergeschnitten wird, nachher zusammengeflochten wird und dann entsteht was Neues daraus. Michael und sein Kaffee hat es mittlerweile an die frische Luft gezogen. Marcel inspiziert derweil noch einen Laptop. Und dann ist es soweit. Die erste Diagnose. Hier, wo die Spannung angeschlossen wird, die ist ziemlich ausgeleiert. Und die USB-Buchse ist tatsächlich ganz hinten. Ja, das ist wahrscheinlich auch meine Schuld. Das war wahrscheinlich immer schon so ein bisschen. Und ich habe ja, hast ja gerade gesehen, man versucht das ja dann immer irgendwie in eine Position zu bringen, wo es dann funktioniert. Wir haben und dadurch machen wir es natürlich noch schlimmer. Also ich könnte es mal aufmachen und mal reingucken. Ich weiß bloß nicht, ob ich es überhaupt aufbekomme. Mit Fingernägeln klappt das noch nicht so ganz. Das Internet muss helfen. Das ist immer das Problem bei den Kunststoffteilen, dass man sich trauen muss, das richtig aufzuhebeln. Es klingt fürchterlich. Und hier sieht man dann schon den Fehler. Das ist die Buchse für die Stromversorgung. Die ist also komplett von der Platine runtergebrochen. Heute wird das wohl leider nichts mehr. Es fehlt das passende Werkzeug. Wir haben jetzt einen Termin vereinbart fürs nächste Mal Repair Café und dann werde ich einen Lötkolben mitbringen und dann versuchen wir mal, ob wir es reparieren können. Ja, dann werden wir einfach mal beim nächsten Mal hier wieder da sein. Das ist dann ja nächsten Monat und ich bin aber froh, dass ich überhaupt weiß, worum es geht und dann probieren wir mal aus, ob es dann funktioniert. Ja. Das nächste Repair Café findet am 3. Mai ab 14 Uhr statt. Mit dabei sein werden dann auch wieder Michael und sein Tablet.